Leute, willkommen zu einem neuen Matchday-Video. Wir vergleichen heute Match Attacks Champions League gegen die Match Attacks Premier League. Also mal was ganz Neues. Das vergleichen wir nicht mehr mit der Premier League. Die habe ich jetzt seit einiger Zeit auch, sammle ich die jetzt auch die Karten, habe mir dann ein bisschen was aus England importiert. Und ja, dann vergleichen wir auch mal wie vorhin, wie beim letzten Mal Bundesliga gegen Champions League. Machen wir es auch hier, drei Booster auf jeder Seite. Auch hier wieder, ja, ist unterschiedlich von der Anzahl der Karten her, aber man will ja die Produkte gegeneinander vergleichen und das sind die kleinsten Booster, die es da gibt, das sind die kleinsten Booster, die es hier gibt und von daher werden die so miteinander verglichen. Und die Regeln sind ja bekannt von den letzten Matchday-Videos. Wir nehmen immer die höchste Karte und am Ende gucken wir dann, wer insgesamt die höchste Karte hat. So. Auch hier ist es wieder so, ich habe einen Ersatzbooster, falls hier ein Hero Pack dabei sein sollte, dann können wir dafür Abhilfe schaffen. So, was hätten wir? Feyenoord Club Logo. Dann Tolgay Arslan mit 68. Renato Tapia mit 62. Felipe Coutinho mit 79. Das ist die höchste Karte der Zeit. Javier Pastore mit 77. Nope. Und ein Man of the Match, Miralem Pjanic mit 92. Das ist eine verdammt hohe Karte mit diesem Matchwinner hier. Sehr stark. Gut, dann setzen wir dem Ganzen das erste Booster der Premier League entgegen und schauen, was uns hier Feines erwartet. So, jetzt hätten wir die Codekarte. Dann geht's los mit einem Club-Logo, das liegen wir schon unten, davon Brighton and Hove Albion. Dann hätten wir Steven Defour mit 67, Jonas Lossel mit 75, höchster Wert bisher, Saido Berahino mit 69, nein, Andy King mit 61, Nathan Redmond mit 71, nope, Mohamed Besic mit 65, Per Mertesacker mit 74 und David Silva mit 82. Genau, dann wäre 82 derzeit der höchste Wert, aber immer noch schlechter als die Champions League mit 92. Wir schauen weiter. Nächstes Booster auf Seiten der Champions League. Da hätten wir Atletico Madrid Club Logo. Luca Zuffi mit 64. Hector Moreno mit 71. Angel Correa mit 71. Andres Iniesta 92 als UCL All-Star, genauso gut wie der Matchwinner. Und Pizzi Matchwinner mit 80 Angriff. Also es bleibt beim Matchwinner oder Man of the Match Pjanic mit 92. Gut, dann zweiter Booster in der Premier League. Es geht weiter. Da hätten wir dann hier. Sind das jetzt hier auch Powerkarten? Nö, sind das nicht. Dann machen wir das Ganze so. Ich tue das mal kurz wegdrehen, dass es ein bisschen spannender bleibt. Codekarte kommt weg. Steve Mounier 68. Harry Arthur 70. Javier Hernandez 78. Sam Klukas 68. Patrick van Aanholt 69. Quatsch. Gabriel Jesus 84. Derzeit höchste Karte. Cesc Fabregas, 78, nope. Dann ein Set-Piece-Specialist, Mark Noble mit 74, reicht aber auch nicht. Und ein Man of the Match, Adam Smith mit 79. Nein, es bleibt bei 84, Gabriel Jesus. Die höchste Karte ist wieder eine Base-Karte in dem Set. Das ist auch schon sehr vielsagend. Ja, hier immer die höchste Karte, die Power-Karte irgendwie ist. So, weiter geht's bei der Champions League. Da hätten wir Benjamin Verbic mit 63. Midfield-Duo Christian Eriksen und Dele Alli 84. Christian Eriksen als alleiniger Spieler, also Karte nur für ihn, 80. Eden Hazard 86. Bernardo Silva 83. Und Isco als 2016-17 Winner mit 83. Ne, es bleibt bei 92 als höchster Karte. Also es kann auf jeden Fall noch geschlagen werden. Entweder durch eine Powerkarte, die höher als 92 hat, oder eine Club 100 Karte zum Beispiel.
So. Dann machen wir das mal so wieder. Die Codekarte kommt weg. Anthony Knockhart, 72. Mohamed Diam, 69. Jesse, 74. James Collins, 69. Cedric, 77. Serge Aurier, 79. Bernardo Silva, 84. Genauso wie Gabriel Jesus. Dann ein Club-Logo von Huddersfield Town. Und zum Schluss ein Club-100-Spieler. Nice. Alexis Sanchez von Arsenal. Ja, und mit diesem Club-100 hat die Premier League in letzter Sekunde noch das Ruder rumgerissen und dieses Booster-Battle für sich entschieden. Ja. War spannend. Also hat Champions League bis zum Schluss eigentlich geführt gehabt. Er war ja schon im allerersten Pack drin, der Pjanic. Und bis zum letzten Booster-Pack hat sich da die Premier League dazu entschieden, noch zu warten und dann hier Alexis Sanchez mit 100 ins Rennen zu schicken und damit den Spieß umzudrehen und den Punkt zu holen. Jo, würde ich sagen. Booster-Battle beendet 1-0. Für die Premier League. Gut, wie immer, Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Ansonsten, danke euch fürs Einschalten. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.